Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich hallo. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hi. Der Preis ist hallo. Nice. Hi. Heute mit unseren hallo. Kandidaten Jonathan, Dennis und Sebastian. Hallihallo. Hallo. Und hallo. Unserem neuen Real Life Overlay. Wo Real wir Life. Versuchen werden, dass das alles jetzt hier in einem funktioniert. Was bestimmt geil ist. Ist es nicht real live? Es ist real live. Realer nicht real life. Life. Weil real life würde ich ja dann gerade neben dir stehen. Hä, tust du doch. Hä? Was ja, ist okay. mit dir? I see, weil, ja, bin ich gerade verwirrt. Ja, ja, nee, du hast recht. Ich war verwirrt. Das ist wie immer. Ich werde euch einige Produkte zeigen. Und ihr müsst tippen, wie teuer dieses Produkt wohl ist. 24. Und wer am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Mhm. Jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Wir sehen ja. Das erste Produkt sofort. Hier haben wir das erste. Jawohl. Oh, eine neue Katze. Mega. Hier haben wir Fulltime nette schwarze Katze. Plüschtier, Umarmung, Spielzeug, kreative Katzenform, Kissengeschenk, Tierpuppe, Plüschtier, Katze SL. Katze SL? Nicht, wie groß? Schwarz und lang. Was heißt das? Schwarz und lang. Ja, die ist ja schwarz. Marke, Fulltime E-Gadget, Tiermotiv, Katze, Material, nee, Farbe XL600G. Weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Material Baumwolle, Außenmaterial Baumwolle. Weich und bequem, es ist sehr weich und bequem zum Umarmen für Kinder. Perfekte Größe zum Mitnehmen, zum Spielen und Umarmen. Es ist auch eine gute Wahl, um im Bürostuhl ein Nickerchen zu machen. Aber wie groß das ist, kannst du es immer noch nicht sagen. Nein, aber ich kann dir sagen, die schwarze Katze steht für Klugheit und Mut. Ach Gott, also Alter, das tippe ich alles nicht. Und bringt ihnen viel Glück. Schwarze Katze bringt doch Unglück, Mensch. Was ist denn los mit den Leuten? Ich finde, das sieht aus wie diese Sailor Moon Katzen, weil die so Mondaugen hat. Ja, so, Artikelgewicht, 600 Gramm. Oh, dann ist sie doch schon recht schwer. Ja, Alter, ungefähr 600 wie, Gramm. Wie, hattest du die Größen schon genannt? Ja, hattest du gerade genannt, ne? Ja, ich habe gerade schon überlegt, weil ich da eingetippt habe. Kannst du bitte die Größe nochmal wiederholen? Tatsächlich habe ich ja eine Zentimeterangabe noch nicht gegeben. Aha. Aber ich habe dich doch schon fünfmal gefragt, ob du das die Größe nennen kannst. Ja, nee, kann ich auch nicht. Ja. Hier steht keine Zentimeterangabe. Okay, okay. Hier steht vielleicht nur eine Meterangabe. Hier steht noch XL bei Farbe. Nein, steht auch keine Meterangabe. Ja, wer weiß, Ich dachte, ich frag mal lieber. Okay, kann ich hier irgendwo sehen, wenn ihr quasi eingeloggt habt? Ja, ich habe eingeloggt, du. Easy Game. Ich kann es nicht bestätigen. Nee, okay, alles klar. Dann frage ich einfach ich mal in die Runde. Machen. Ist das euer Tipp? Ja. 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 Okay. Sebastian tippt 17,76 €. Was ist denn das Y dahinter? Das steht für Yes, ich bin fertig, Peter. Ach so. Ah. Jonathan tippt 16,69 €. Ökens. Ökens. Nicht ist Euro. Richtig. Nee, ist ganz Ökens. Wichtig. Ja. Und Bram tippt 25 € und ach, 1 Bram, Cent. Ey. Das Ding ist Schmutz. Das kostet. Ja, das Ding ist auch ja, Schmutz. Ist aber Schmutz. Wer weiß. Ja, also, wie Peter vorgelesen hat, hat mich total an Cold Mirror erinnert. Ich habe ein riesiges Grinsen die ganze Zeit auf den Lippen. Ja, das ist ja auch totaler Bullshit einfach nur. Deswegen. Aber dieser totale Bullshit kostet 100 €. 17,98 €. Alter. Damit geht der Punkt an Sebastian Lenzen. Das wollte ich die bescheißen, um 22 Cent. Ja, quasi. Das ist so frech, ne? Ich war so nah dran. Du warst sehr nah dran, weg. Aber Sebastian war noch näher. Ich hatte selbst Dinge schon wieder vergessen. Selbst Betrag. Und hab mich erst so gefreut. Ja, aber so ein Grinsen gehabt, so, ja, den hab ich den Punkt. Aber dann hab ich gedacht, scheiße, man hat Sebastian doch, warum freut er sich jetzt, scheiße? Natürlich hab ich die Katze, ist so easy. Ich find das belastend. Ich glaube, das ist Schmuck. Ja, wie kann man nur 25 tippen? Aber guck mal, kann ich Nina schenken, die mag Sailor Moon. Ja, auch diese geile ist schön zum Umarmen und auch für ein Nickerchen auf dem Bürostuhl. Hat die auch ein Tattoo auf ihrem Oberarm, ne? Oder war das kein Sailor Moon. Doch, Sailor Moon. Klar. Sailor. Von der Hentai-Variante von Sailor Moon. Also Hanime. Warte mal, Christian ist nicht da. Warte mal, das zirp, 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 Hanime. Muss ich jetzt mal. Das ist ein echtes Wort. Alter. Ja. Was, Hanime ist ein echtes Produkt Wort. Vielleicht schnell? Ja, für Hentai-Anime. Hanime. Als ob. Okay, das ist ein bisschen lustig. Ist gesucht. Oh, das der ist Lego. Wanza Super Heroes Avengers Tower Architektur Modellbau Bausteine 5883 Teile Heroes Tower Modular House
Bausteine, Architektur, Klemmbaustein, kompatibel mit Lego. 5883 Teile? 5883 Teile, also 5883 so Teile. Boah. Okay. Wie groß ist das? Oder haben wir das, oder kommt da jetzt weiß? Das Bild, das ist auch nicht ganz drauf, ne? Also bei mir zumindest nicht. Bei mir ist so auch groß. Nicht ganz drauf. Der ist so groß. Da ist alles drauf, was für euch wichtig ist. Weil oder oben was wir der euch Tower, zeigen den sehe ich wollen, nicht fertig. Also. Ja, gut. Ist schon so. Der ist noch einfach nochmal 30 Stockwerke da drüber. Ich sehe auch die Verpackung nicht ganz, nur zur Info. Nee, ja, nee. Dann, ihr seht alle das Gleiche. Ihr habt alle die gleichen Informationen und Daten. Hier steht keine Größe drauf. Bei mir steht der Preis auch dran. Machen, dann leuchtet das? Insane. Ich glaube nicht. Ja, ein USB-Kabel auf dem Ding drauf. Ich habe hier keine Größenangaben wieder. Da ist ein USB-Kabel drauf, Peter, oder? Nein. Was? Auf der Verpackung unten rechts. Achso, das ist ein USB-Kabel. Kannst du mir nicht erzählen. Kannst du Strom bestimmt anschließen. Vom USB-Inter. Ja, du hast recht. Oh, Peter, das ist die nice erstmal Anfrage. Nein, ne? Also, ja, musst du alles raussaugen. Ich dachte, das wäre einfach nur so von den Bildern so Reflection, so, hey, bling, bling, das sieht toll aus. Aber ihr habt tatsächlich recht. Es hat eine USB-Anbindung für die Lichter. Also, dass quasi Lichter nach oben scheinen. Und in den dunklen Himmel. Damit die Helden so ein bisschen wie bei Batman und dann ist da so ein großes A an der Decke. Okay. Ja, ich glaube, das ist halt die Billigvariante von Avengers. Da steht ein S. Ja, was heißt denn die Billigvariante, Peter? Es gibt keine andere. Meinst du, es gibt nicht den offiziellen Stark Tower auch? Nee, glaube ich nicht. Warte mal, ich logge mal ein und guck mal nach. Hallo? Kannst du jetzt kannst nichts nachgucken? Nee, nix hier nachgucken. Hey, ich hab doch eingeloggt, ich Pimmel. Ich muss ja, aber sagen, diese Dinger ja sehen halt unfassbar nach Lego. Du erkennst schon, dass die Dinger nicht von Lego sind. Die sehen halt echt unfassbar billig aus. Hä, finde ich gar nicht. Aber diese Glowing-Effekte da, diese auf dem rechten Tower, ja, diese sechs Stück, die werten das komplett auf. Ich glaube, die werten das sogar dann noch ab, weil das noch billiger aussieht dadurch. Ich finde nicht, dass das billiger aussieht. Ich finde, das sieht schon sehr billig aus. Richtig billig. Aber ist wahrscheinlich schweineteuer. Aber ich bin da auch kein großer Fan von Lego, von daher. Ach, 5000 Teile. Habt ihr eingeloggt alle? Ja. Ja, okay, steht eingeloggt gut. Hinter bei mir. Ja, ich weiß, aber nicht bei allen. Sebastian hat getippt. 68,84 Euro. Viel zu teuer. Jonathan hat getippt. 42 Öckens 76. Schon 42 okay. Öckens zu viel. Und Bram hat getippt 400. What? Wenn das von Lego wäre, dann würde ich dir recht geben. Aber ich dachte mir, das hat 5000 Teile. Weißt du, dann dachte ich mir, nimmst du erst 1 Cent pro Teil. Dann dachte ich mir, nee, das ist mir noch zu viel, dann bin ich noch ein bisschen runtergegangen. Ein Lego-Teil kostet viel wie 100 Teile von dort. Das stimmt nicht. Okay, ich habe einfach gar keine Ahnung. Ist ganz natürlich habe ich keine Ahnung. Nee, ich bin die ganze Zeit am Bullshit-Talk, Alter. Was ist das für ein Format? Das ist so ein übliches Format. Ja, aber am Shoot voll am Dissen hält der Stein. Der wird ja einfach mit seinem Lego nachgemachten Baseballschläger voll in die Fraser. Wer ist das denn? Easy, ne? Wer ist der Held der Steine? Ja, Held der Steine. Nein, kenne ich. Ja, kenne ich. Wer? Dann kannst du dir deine Szene mit Lego nachgemachten Steinen nachmodellieren. Nein, aber der Held der Steine macht auch Klemmbausteine. Ja, alle. Ja, klar. Alle Steine. Der ist ja auch ein Lego-Hater. Nee, ist er nicht. Aber ja. Lego mag ihn nicht. Und deshalb mag er Lego nicht. So rum war das, genau. Also ist er ein Lego-Hater. Ja. Ja, nee, Lego hatet ihn. Und das ist, glaube ich, man auch hatet er zurück. Ich glaube, der ist ein Lego-Hater. Okay, also. Kommen wir zum Preis. Der Preis ist wie folgt. 238 Euro und 75 Cent. Damit bin ich näher dran. Alter, wie kann man bitte so viel Geld für so eine Scheiße ausgeben? 162 Euro ist Bram entfernt, Alter. Pi mal Daumen. Hä, was? Ja. Ich dachte, Bram hatte 400. Ja, hat er auch. Kannst du rechnen? Ach, er hat glatt 400. Nee. Ich dachte, er hätte mehr als 400, Entschuldigung. Nee. Ja, drei, wenn du genau wissen willst. Ja, okay. Also ich finde, ich bin am nächsten dran. Zumindest mit der Kommazahl. Und damit ist Bram halt auch am nächsten dran. Also der Punkt geht an Bram. Punkt für dich, Bram. Ihr seht also nicht die Eingaben der anderen, nee, logischerweise nicht, ne? Was doch, die sehe ich die ganze Zeit. Deswegen bei mir war. Ich finde das in Ordnung. Scheiße, Mann, das war so knapp, ey. Ich war nicht 60 Euro, Alter, ganz ehrlich, für 5000 Teile, das konnte ich mir nicht vorstellen. Nee, war dann doch ein bisschen mehr. Kommen wir zum nächsten Produkt. Für Plastik kaufen. Hier seht ihr
The Loyal, One-Tasche, für den Habersack, / Sartorius, inklusive Buchstütze, / Ständer, Stoff, die Schutzhülle für deine Gesetze, Canva-Grau. Was ist das? Da kannst du ein Gesetzbuch für die Studenten machen. Können wir einmal zurückgehen, für was ist das? Für den Habersack / Sartorius. Was ist denn der Habeck-Sack? Jay, du bist doch Mediziner. Welche Teile sind denn da? Was ist der Habersack? Hat denn jeder Mensch? Der Habeck-Sack. Sind das nicht einfach die Gerichtsleute? Das ist... Nicht Habeck. Habeck-Sack. Peter, er möchte dich nicht verstehen. Ja, ich glaube auch. Boah, Alter, krass, hat sogar einen absenkbaren Griff und alles. Okay, das ist also dafür da... dass man da ein fettes Buch drin transportiert. Also ein einziges. So ja, tatsächlich ein großes Gesetzbuch. Ja, das eine große BGB kriegst du da rein. Warum? Und dann kannst du das da draufstellen. Auf diesem kleinen Ding da, was direkt sich verbiegt, wenn du so ein fettes Buch da drauflegst. Und warum gibt's nicht sowas wie einen Schulranzen? Warum braucht man so einen Scheiß? Weil in den Schulranzen mehrere Bücher reinpassen. Das ja, wobei in unseren klassischen von damals hätte, glaube ich, so ein Gesetzbuch reingepasst und mehr auch wirklich nicht. Die Dinger sind ja riesig. Ja. Echt? Meine waren nicht so groß. Die von 4U. Ist ja doppelt so dick wie so eine Bibel, oder? Ja, hätte ich sogar gesagt. Also hier sind noch kluge Sachen. Man sagt, du hast im Jurastudium nur zwei Freunde. Das Gesetz und den Sachverhalt. Ab jetzt begleitet dich ein dritter Freund auf deinem steinigen Weg zum Volljuristen. The Loyal One, Habersacktasche. Okay, warte mal, ich muss den Preis nochmal ein bisschen runter machen. Ich muss Habersack. Habersack. Ist das nicht einfach falsch übersetzt aus dem, weiß ich nicht was? Nee, und tatsächlich ist Habersack. Habersack ist der Begriff für deutsche Gesetze, die auch von dem Verlag C.H. Beck erschienen sind. Also es ist eine Gesetzssammlung und die, die heißt Habersack. Ich muss aber sagen, das ist schon so recht. Wie der Duppel im Maschinenbau. Also das sieht 13 mal so hochwertig aus wie diese Lego-Dinger da gerade. Ja, dann machst du 13 mal ich 260 Euro. Also, dass die das Wort Volljurist mitgenommen haben, weißt du? Erst dachte ich so, das wäre so ein Trash-Gegenstand, der so 19 Euro kostet, wenn ich echt bin. Das ist quasi das Pendant zum Vollidioten, der Volljurist. Kannst du mal nicht so alles reden gerade? Das ist nur Jays Meinung für Protokoll hier, ja? Ich glaube, du wirst gleich hoffentlich, von allen Jurastudenten, die gerade zugucken. Ich bräuchte übrigens einen Rechtsanwalt jetzt. Wer möchte mich was? Ja, okay, Bram ist noch hart, aber mal nachdenken. Willst du noch Infos? Peter, ich habe noch mal eine wichtige Frage. Ja, jetzt kommt Bullshit. Ja. wenn ich jetzt das Buch reingepackt habe, da in den Loyal One, also Habeck Sack. Ja, the Loyal One. The Loyal One. Wo packe ich denn dann die komische Knirscherschiene da rein? Oder habe ich die in der anderen Hand? Was ist denn die Knirscherschiene? Ja, das komische schwarze Ding da. Ach so, ja, die kommt da mit rein. Die passt da auch mit rein. Die passt auch mit rein. Dem Buch wahrscheinlich machen. Mit dem Buch. Versprichst du mir das? Ja. Okay, dann 37 Euro. Nee, Moment. Dann natürlich in ganz anderen Betrag. Ich habe hier ein Bild, wo beides da drin ist. Ja, okay. Scheiße. Moment. Jetzt muss ich nochmal einen ganz neuen Betrag machen. Er muss ja gar nicht, oder du nimmst denselben wieder, weißt du, könntest das doppelte Spiel spielen. Nein, ich habe nicht gerade gespoilert, was ich genommen habe. Du hast doch schon bereit dahinter geschrieben, dass ja, klar, ne? Tatsächlich. Ihr seid alle fertig, jemand auch nicht fertig? Gut, fertig. Der Preis für The Loyal One ist 54,95 Euro. Und ich habe euch gar nicht gesagt, wer was hat, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, Jay hat immer noch 37. Sebastian hat nämlich 36,20 Euro. Jay hat 37,75 Euro. Nein, das ist super! Wiki drin mit 41 Euro und 5 Cent. Geht ich hab doch meine nachdem Jay gespoilert hat, habe ich meinen Preis hochgesetzt, weil ich mir dachte, ah, der macht jetzt bestimmt über 40 oder und so. Ich shoot einfach weiter heute, bin richtig ranzig gerade. Läuft richtig, ich nehme alles. Hä, ist voll teuer für so einen Schmutz. Ja, Habeck-Sack. Ja, aber das ist ja auch so, das ist ein Markenprodukt. Da muss man mal Geld für ausgeben. Ja. Jurastudenten, die können ja jetzt hier nicht auch, mit so einer billigen Tasche rumlaufen. Ja. Aber Jay, wenn du da einfach Öckens eingeloggt drin stehen lässt, ne, dann ist ja jede Eingabe von dir direkt eingeloggt. Ja, Peter, du bist viel schlauer als Jonathan. Ja, okay, gucken wir mal, wie das weitergeht. Nikut Öckens eingeloggt, okay. Nächstes Produkt.
Schauen Sie hier, schlagen Sie jetzt zu, das wenn Sie jetzt anrufen. Okay, auf Wish 3 Euro. 18 Karat, 750 Gelbgold, 2 mm Königskette, Massiv Halskette, Kette. 2 mm Massiv Königskette aus 750 Gold, Echtgold, 60 cm, 2 mm breit. Modell Königskette, Ausführung Massiv, Gewicht ca. 21,7 Gramm. Gold gestempelt. Dieser Artikel wird mit einem passenden Schmuck-Etui geliefert. Tja. Weitere Artikeldetails entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung. Es existiert keine Artikelbeschreibung. Aber okay. Ich habe hier noch so ein paar Details. Der Verschluss ist ein Karabinerverschluss beispielsweise. Bei Größen verstellbar steht N. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Nein. Achso. Nein. Das kann sogar wirklich sein, ja. Weil, also ich sehe auf dem Bild keine Möglichkeit, das Größen zu verstellen. Ja. Möchte noch was wissen? Nee, das reicht. Das Modell ist eine gute Frage. Byzantine 360. Also Goldpreis ist aktuell ja wieder gut im Steigen, ne? Was ist jetzt bei 1,8? 1,9? Alter, als ob ich den Goldpreis kenne. Klar, Peter. Ist viel zu hoch, sonst würde ich ja voll zuschlagen. Würde ich meinen ganzen Barren, Keller Junge. Mit Goldbarren auslegen, voll nice. Hersteller ist Prinz Jules. Aber Prinz mit P-R-I-N-S. Prinz Jules. Ich glaube, Jules will das da abzocken. Also Jules, also wie die Edelsteine. Jules. Boah, das ist doch alles. Das ist doch super easy. Ja, Bram ist doch mal überlegen. Die Qualität da wieder an. Ja, ich guck mal auch und dann denke ich mir so dieses Mäppchen und so weiter. Die Frage ist halt, kostet das jetzt 21 Euro oder doch 31 Euro, weißt du? Weißt du, die dürfen lügen, wenn die einfach beischreiben, das ist 750 Gelbgold, Echtgold. Nein, das ist 750 Gelbgold, Echtgold, Peter. Das siehst du doch. Ja, das sehe ich auf so einem. Ja, okay. Wunderschön. Da ist auch ein Stempel drauf, also. Ja, steht gestempelt. Sonst bräuchtest du auch keinen Stempel, wenn das kein Echtgold wäre. Wo steht denn da ein Stempel? Ach da, ist das dieses eine kleine Ding. Da steht einfach Stempel, genau. Ja, diese ich habe ja vorgelesen, dass das gestempelt ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das sieht man oberhalb von dem Karabiner. Ja, okay. Genau. Wir haben folgende Angaben. Jonathan sagt 99 Euro, nein, Entschuldigung, 99 Ökens, 69. Ja. Was ist denn der Wechselkurs aktuell von Ökens zu Euro? Ich habe gar keine Ahnung, wie das ist mit wie viel. Ich weiß nicht mal, wie viel 14 Karat oder wie viel auch immer Karat das waren, Gold sind. Keine Ahnung. 18 Karat. Sebastian sagt so 17,20 Euro. Oh. Okay, nice. Sebastian, du gehst also davon aus, das ist ein Quatschangebot. Das ist Pulver beschichtet mit Gold vielleicht, aber mehr auch nicht. Ah, und weißt Bram, du, so mit Blattgold einmal angepustet und. Ja. Bram macht 1000 Euro. Nein, nein. Sehr weit weg von 1000 Euro. Bram sagt nämlich 999,75 Euro. Nachdem gerade die Aussage kam, yo, bei der Ansage von Gold darf man nicht lügen, dachte ich mir so, okay, dann müssten 18 Karat ja schon relativ. Also 21,7 Gramm Gold. Keine Ahnung, 18 Karat. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt, aber dachte ich mir so. Der Goldpreis, der liegt ja wirklich schon bei, was ist das gerade, 3000 Euro oder so? Hä, 1000 Euro? Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ding auch so 400 Euro kostet, aber ich war mir nicht sicher. Aber 900 Euro finde ich viel. Aber vielleicht hast du da wieder komplett. Finde ich jetzt auch viel, nachdem mir 17 Euro. Keine Ahnung, ich habe einfach kostet einen Guess gemacht, 10 Euro. Weil ich wusste, dass ihr viel geben werdet. Ich zeige euch den Preis. Also ich bin zumindest nicht am peinlichsten weit weg. Kostet. 1600 Euro. Ich bin nicht alles echt weit weg. Okay, doch echt Gold. Komplett. Nicht beschichtet. Also man sieht auch, glaube ich, die Preissteigerung oder man sieht, dass das irgendwie ganz schön schmuig ist, denn als dieses Quiz vorbereitet wurde und danach gehen wir auch, war der Preis 1600 Euro. Wenn man diese Uhr jetzt auf Amazon, die Kette jetzt auf Amazon bestellen wollen würde, sind wir schon bei 1950 Euro. Ja, das ist halt, weil der Goldpreis gestiegen ist. Ja, ja. Kann natürlich sein. Weil das ist ja echt, wie wir alle wussten. Wie der Goldpreis gerade ist, die Unze? Da habe ich natürlich Ahnung. Goldpreis aktuell. Aktuelle Tagespreise, Kurs 1900 US-Dollar. Ja, 1900 Euro. Dollar halt, nicht Euro. Muss dann ja, sagen. Ja, okay. Gut. 1900 US-Dollar ist die Feinunze. Wir hatten jetzt 21,7 bei 18 Karat, sind 1600. Feinunze ist doch
Sind das 25, irgendwie 30? Kannst du jetzt hochrechnen. Du weißt, dass das 21,7 Gramm kostet. Schwer ist. Ja. Für 1600. Nee, das ist ja noch bearbeitet, weißt du? Und dann ist da ja noch Marge drauf. Ich meine. 30 Euro. Okay, kommen wir zum nächsten Produkt. Punkt ging an Bram, by the way. Nehme ich. Nächstes Produkt ist das folgende. Ich gehe voll ab, Alter. Ist 1500 Euro weg. Walser Premium Autoplane Indoor Soft, atmungsaktive Vollgarage, Innenanwendung, staubdichte Abdeckplane, Überwinterung, Autoschutzdecke, Größe 5. Größe 5 sogar? Alter. Größe 5, ja. Die Größe kann ich euch auch sehr gerne nennen. Das sind 4,4 bis 5,1 Meter mal 1,6 Meter. Cool. Also da scheint irgendwie... Oh, ja, dann müssen wir nochmal hochgehen fertig. Mit dem Preis. Krieg ich das Auto dazu? Ich fürchte nicht. Ich wüsste nicht mal, was für ein Auto das ist. Finden Sie jetzt die passende Indoor-Soft-Autoplane für Ihr Auto. Die staubdichte Abdeckplane eignet sich zur Anwendung im Innenbereich und schützt Ihr Fahrzeug beispielsweise während der Überwinterung. Was ist denn das für eine Karre? Der da kann ich nicht mal gegen Schuhe aus. Dank hochwertigem Polyester-Jersey bleibt die Abdeckplane elastisch, atmungsaktiv und feuchtigkeitsdurchlässig. 100% europäische Qualität, made in Italy. Also entweder hat die Plane einen krassen Motor oder die haben gecheatet mit der Plane. Also, das ist die Frage. Mich wundert gerade total, dass das einigermaßen vernünftiges Deutsches in dem Angebot. Ich glaube, das ist mal deutlich nach oben gehen. Ja, das ist ja auch aus Italien übersetzt und nicht aus Slangeni oder so. Ja. Okay. Kann bis zu 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden auch, ne? Wenn es euch zu dreckig geworden ist. Aber, da habe ich mal eine Frage. Wenn ihr da draußen steht in der Sonne, ja? Er ist ja für Indoor. Das ist für Indoor? Er ist eine Indoor-Plane. Wofür brauche ich denn Indoor eine Plane für mein Auto? Damit er nicht einstaubt, Bram. Damit er nicht einstaubt, ja. Naja, wenn du halt im Winter... Oder wenn du Ratten hast oder so Tauben in deiner Garage. Ja. Den Tauben in seiner oder Garage. So wie bei meinen Eltern, ne, in der Scheune, da sind Eulen, ne, wenn die da drauf kacken, ist schon scheiße. Oder drauf kotzen, Alter, Gewölle. Ii. Ja, oder so, sag, das ist auch nicht so geil. Ist das eigentlich eine Feder, die da oben ist? Ja, ja, ja. Warum ist da eine Feder? Weil das so federleicht ist. Ja, genau, weil das so federleicht ist. Und du siehst auch, die Atmungsaktivität ist da doch auch ganz klar nochmal visualisiert. Ja, ne, ich fühle das auch. Also auch dadurch, dass das Made in Italy ist, bin ich da auch nochmal gut nach oben gegangen mit dem Preis. Okay, dann haben wir drei Preise. Sebastian sagt 39,48 €. Bram sagt 69, Möppel 69. Komm, bitte. Und Jonathan sagt 87, Ökens 55. Oh, Jay's made drüber, in Italy. Krass. Das ist made in Italy, das muss diesmal richtig krass sein. Ja, der Preis das ist verpackt für diese Plane, in Italy und made in China. Den ihr hinlegen müsst, lautet 269,95 €. Alter. Ihr Ficker, damit da krieg ich das Auto ja für. Ihr Ficker, du bist auch noch im Faktor 3 daneben, weißt du, ihr Fickers. Ihr seid weiter daneben. Alter, was? Ja, sehr gut gemacht. Sehr gut den Punkt geholt, Jonathan, dein erster Punkt. Und damit jetzt auch gleich mit Sebastian. Gott. Bram führt natürlich weiter mit. Heißt ja gleich. Natürlich. Wir beide einen traurigen wegen meiner Punkt. Goldkette. Nee, ich bin zufrieden mit einem Punkt. Also ich hab mich vervielfältigt. Ja. Von 0 auf 1 vervielfältigt. Um das wievielfache ist das denn? Unendlich. Plus 1. Kommen wir zum sechsten Produkt. Das folgende. Adobe Photoshop, das umfassende Standardwerk zur Bildbearbeitung. Oh. Über 1000 Seiten geballtes Wissen zu ihrer Adobe-Software. Oh, neue Auflage 2022. Ist also was nicht haben die bei Software, Berker gemacht? Sondern ein Buch. Ach so. Das ist doch umsonst dabei, oder nicht? Nein. Wie das denn? Wie als Digitalbeilage, als PDF? Nee. Ich weiß nicht mal, ob das offiziell ist von Adobe. Nein, das ist von Reinwerk-Design. Da steht nirgendwo Adobe drauf auf dem mit Ding. Mit Mühlke Wolf da irgendwie zusammenarbeitet. 1100 Seiten hat das, laut der Überschrift hat das über 1000, laut den Anzahlen hier 1100 Seiten. Aha. Auf diesen cool, Seiten da vermitteln ihnen Sibylle Mölke und Jürgen Wolf, geballtes Photoshop-Wissen, erklären alle Werkzeuge, zahlreiche Tipps. Praxisbeispiele. Ich habe zwei Fragen. Ja, hau raus. Einmal A, ist Standardwerk, weil das ja so als fetter Sticker da drauf ist, so ein wichtiges Ding in der Buchbranche, dass man das da drauf machen muss? I don't know. Okay, weiß vielleicht nicht. Vielleicht ist das nicht gemoddet, Bram, ne? Hat das einen harten Einband oder so einen weichen?
Das sieht nach Hardcover aus. Ich würde auch sagen, es ist, hier steht nur gebundene Ausgabe. Ja, gebunden ist schon Hardcover. Gebunden, okay. Alles klar, dann ist der Preis safe. Bam, das ist bei Berka an der großen Maschine produziert worden, nicht, ja, okay. Nicht, an, der nicht an der kleinen. Ja, nicht an der Schmutzmaschine. Das ist da, wo immer alles kaputt gegangen ist und hinten nur die Hälfte der Bücher richtig rauskam. Okay. Der Verschnitt bei Berka war schon krass. Ja, und davon habe ich einige Bücher hier. Wirklich? Ihr konntet dann Bücher mitnehmen, die nicht so geil gebunden waren? Ja, die sonst in die Tonne gehen, ja. Ja, nice. Was willst du mit solchen Büchern? Lesen. Ich weiß, das geht's. Also, Jay, falls du mal hier, was habe ich hier stehen? Ey, was hat denn Sepp da stehen? Hat er jetzt sein. Sepp hat bestimmt sein Freundebuch Plus von 2006. Krass. Ich weiß nicht, ob sich das nochmal gewandelt hat in der Programmiersprache oder 1000 Places to See Before You Die. Können wir eigentlich nochmal auf die Kirky 187 reagieren? Ja. Ich fand den mega. Andi und Roman programmieren immer noch auf C++ von 1966. Ja. Hast du wirklich noch so ein altes C-Buch darum liegen? Ja, das ist genauso wie das, was du da gerade hast, aber mit einem Softcover und auch so ein fetter Trümmer. Aber das habe ich nie gelesen. Ich habe das einfach nur mitgenommen, weil ich dachte, weil man dann so smart aussieht, wenn aber man so die Bücher im Regal hat. Aber dann so 1000 Seiten, dass wir so, puh. Okay, ja gut. Könntest du in den Kamin werfen zum Anfeuern? Nee, ich glaube nicht mal das. Bram sagt, dieses Buch kostet 35,69 €. Sebastian sagt, das Buch kostet 110,42 €. Okay, puh, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen beruhigter. Jonathan sagt, dieses Buch kostet 178 €. Oh. 178, ich habe keine Ahnung. Scheiße, ich bin teuer so ein. Ja, selbst wenn schon ist. Krass, okay. Dieses Buch kostet 59,90 €. Schade. Und dann geht der Preispunkt wieder an Brammen. Jawoll. Das ist jetzt ganz schön beschissen. Das sind voll zwei Teams. Ihr beide seid immer so eher zusammen und ich bin voll der Ausreißer immer in irgendeine Richtung. Ja, aber du tippst halt immer gut. Wir sind halt beide also, scheiße. Also gut ist auch so. Jonathan als gut. Genau, besser als ihr. Ja, aber gut würde ich dann auch nicht sagen. Ich bin auch ganz oft um mehrere Faktoren entfernt. Ja. Aber jetzt nicht mal also das war jetzt nicht mal doppelt so teuer, wie du getippt hast. Also nicht mal um Faktor 2 ist quasi getroffen. Ja, ist quasi getroffen. Quasi getroffen. Sehe ich genauso. Das nächste Produkt ist das folgende. Dena Gartenbrunnen Monterey. Dena? Dena, ja. Das ist von Dena. Felix. Ja, D-E-H-N-E-R. Also D-E-N-E-R. Also, achso, das ist so wie so Anal-Dena, ja? Ja, ja genau. Ja, das ist ein Anal. Das schiebst du dir in den Arsch, das ganze Teil. Dann fließt LED da nur Arschwasser raus. Nein, ich wollte nur wissen, ob da Dena geschrieben wird wie ein Dena. Ja, genau, wie etwas, was etwas dehnt. Aha. Die Größe ist ungefähr 117 x 43 x 41 cm. Ist ja voll der Trümmer, Alter. Polyresin und ist braun. Was ist denn Polyresin? Das ist Kunststoff, was richtig, richtig fiese Dämpfe abgibt. Echt? Keine Ahnung. Ist das jetzt wie beim Poly ist halt ein Kunststoff. Aufhören, euch zu vertrauen, wobei, eigentlich ganz gut. Ich hab damals, genau, früher, ich hab meinen Kettenpreis nur so hochgedreht, weil Sepp gesagt hat, die dürfen nicht lügen. Bist du noch damals? Feuerwehrung. Vor den Hammels. Okay, der Werkstoff Polyresin kennt viele Namen. Marmorit, Polystone oder Kunststein sind nur einige verwendete Begrifflichkeiten. Oh. Aha. Wird aus künstlichem Quarz und Aglomarmoren hergestellt. Ja, guck mal, das ist auf jeden Fall geile Info, die ich sind die wieder vergessen habe. Sind die Vasen mit dabei, Peter? Ja, rechts ist Teil mit dem Blümchen. Achso, nee, die natürlich nicht. Du meinst die ist quasi. Ist der Stuhl mit dabei? Nein. Ist die Tür mit aber dabei? Das Haus den ist mit Stuhl dabei. Im Hintergrund habe ich nicht mal gesehen, Alter. Für mehr Urlaubsfeeling, eindrucksvoller Brunnen im Toskana-Stil. Wasserfluss hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Langlebig und robust, Kabellänge 10 Meter mit 4 LEDs. Alter, 10 Meter? Ja, 10 Meter ist richtig krass. Wo ist das denn draußen? Ist das denn dabei? Das sehe ich gar nicht auf dem Bild. Allein, ich habe jetzt ein Kabel 20 Meter bestellt. Das hat schon 40 € gekostet. Ja, was ist das für ein Kabel? Dann? Ja, ein Stromkabel. Achso, Stromkabel, okay. Ohne Stecker, ne? Einfach nur Stromkabel für den Garten muss ich jetzt verlegen.
Aber ist das dann eine spezielle witterungsfeste Kabelart? Ja, aber das muss das ja auch sein, weil ja, das schießt ja nach draußen. Ne? Ja, das ist richtig. Aus also Witterungs- und UV-beständigem Polyresin. Gartenstuff ist mega teuer, Alter. Ich bin vom Glauben abgefallen. Pumpe und Trafo enthalten. Boah, was kostet sowas? 30 Liter Volumen. 11 W Leistung. Das könnte man auch als Katzenbrunnen zum Trinken benutzen. Naja, ich denke mal, das Wasser geht da halt die ganze Zeit durch, ne? Und dann ja, ist beim Katzenbrunnen auch so, muss halt immer auswechseln. So? Okay, aber das ist ja mega stressig, da so 30 Liter immer auszuwechseln. Ja, du nicht, dass da 30 Liter drin sind. 30 Liter passen da rein? Doch, habe ich doch vorhin vorgelesen. 30 Liter, vorgelesen. Ja. Guck mal unten die Riesen. Das ist ja voll groß. Ja, hab ich aufgepasst. Ja. 15 Ach, Kilo wiegt das. Falls das noch wichtig ist für euch. 15 Kilo. So schwer. Ja, 15 okay, Kilo. Krass, mein Rechner ist schwerer. Wir hatten mal dieses Gartenhaus, das war auch sauteuer. Ja, dieses Kindergartenhaus, ne, das war 450 ja. Euro oder so. Ist das auch aus Polymethylen? Nee, nee. Aber so, nee. So, ich bin gerade überlegen, ob ich nicht viel zu niedrig texte. Nicht also texte. 30 Euro Bram kostet Zip, nicht. Mein Gott, Alter. Schlaganfall. 30 Euro nicht, nee, damit kriegst du mich nicht. Aber Bram, das ist gestempelt, ne? Was heißt das? Ja, siehst du doch, das ist gestempelt. Ihr habt alle eingeloggt? Was sagt mir das? Moment, das Peter. Teurer. Nein, gestempelt bezieht sich auf die scheiß Kette. Bram hat das schon wieder vergessen. Das ist schon so lange her. Okay. Jetzt habe ich das nochmal. Wie viel Karat Echtgold ist da drin verarbeitet? Ja. Jay, was ist denn deine Antwort? Die erste Zahl oder die zweite Zahl? Ja. Ach, jetzt machen wir die, schon. Hätte wäre. Die erste drin. Halt, logischerweise. Ja, ja, ich wollte nur sich jetzt selber nachfragen, bevor logisch. Er gleich rumgeschrien wird. Okay. Sebastian tippt 240,80 Euro. 40 Euro, okay. Jonathan tippt 269,69 Euro. Bis 2000. Ja, nee. Doch, bis 2000. Doch, doch. Es ist quasi, ich habe von da bis da getippt. Ja. Und Bram tippt 210,89 Euro. Oh, ich bin am teuersten. Du bist am teuersten. Oh Gott. Oh, das finde ich gut. Danke, Sepp. Ich habe nochmal meinen Preis angepasst, nachdem du gesagt hast, dass er gestempelt ist. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, ich bin sehr billig dieses Mal. Ich hab ja, du Angst. Bist billig, aber dein Tipp ist gut, denn es kostet 349,99 Euro. Yes. Schmutz. Damit geht der Punkt an Jonathan. Echt. Geil. Nächstes Produkt ist das folgende. Bosch Akkuschrauber Universaldrill 18 Volt wahrscheinlich. Ja, zwei Akkus, 18 Volt System im Koffer. Den hab ich. Nur in geil. Ich hab den auch. Was heißt das denn nur in geil? Mit Kabel. Ja, mit einem großen Koffer, wo ganz viele Aufsätze und so noch bei sind. Ach das so, ist ja, mit so wie viele Akkus sind dabei? Zwei. Zwei Akkus. Zwei? Ja, zwei Akkus. Reicht dir das, Peter? Jetzt... Gar keinen mehr. Zwei noch. Nicht, Jonathan. Warum denn nicht? So, kann man doch ohne Akku stellen. Die Universalwerkzeuge von Bosch, flexibel und leistungsstark mit intelligenten Lösungen für vielfältige Projekte. Bla bla bla, optimale Kraft. Zwei Ganggetriebe mit 20 Drehmomentstufen und der Bohrstufe für kraftvolle Schrauben und schnelles Bohren. Maximaler Drehmoment 40 Newtonmeter. Vielseitige Einwirkung mit Materialien, Bohrmaschinen kann für Projekte eigentlich. Ja, also gib mir doch mal hier harte Fakten, mein Freund. Lieferumfang: Universaldrill 18 Volt, 2x1,5 AH Akku, Ladegerät AL. Doppelschrauber-Bit, also ein Doppelschrauber-Bit und ein Koffer. Ein Bit. Ich habe jetzt nochmal eine wichtige Frage, Peter. Ja. Man sieht ja den Koffer, das ist ja der, das ist ja der, das ist ja der Koffer für das Ladegerät von der Größe her, ne? Nein, das ist für wie passt den, denn der Koffer? Das passt doch niemals da rein, der ja, große der Akkuschrauber. Ist größer, das ist ein falscher Maßstab, glaube ich nicht. Das glaube ich ja, dann, nicht. Dann Jay, fuck yourself. Du siehst doch hier bei dem Akkuschrauber vorne diese Kappe. Ja. Da kommt der Koffer rein. In die Kappe kommt der Koffer rein. Ja, du geil. Machst die Kappe ab von dem Akkubohrer, dann kommt der Koffer da rein. Dann machst du den finde ich voll gut, dass man den Koffer in dem Akkuschrauber verstauen kann. Voll nice. Das ist wirklich. Boah. Bosch ich hab einfach den so Preis genommen, den ich bezahlt habe. Die kostet nichts. Scheiße, die gibt's halt auch im Angebot echt günstig. Ja, deswegen. Ja. Das ist jetzt aber, um uns auf die falsche Fährte zu locken, die also Aussage ich wollte gewesen. Mir einen Akkuschlagbohrer von denen holen, ne? Ja. Und alleine ohne Akku kostet das Ding schon 200 Euro. Ja, der Akku alleine kostet schon 40 Euro. Okay. Was denn für ein Akku? Ja, ein so ein Akku, der ist. Ja, aber das gibt ja unterschiedliche Akkus.
von Bosch, dem Bosch-Blau-Akku. Ja, aber hat der 1,5 Ah? Ampere-Stunden kann es schon sein. Nee, ich glaube, der hat 2,4 oder so. Ich glaube, der hat also, ein bisschen mehr. Also, guck mal, krasserer Akku. Ja, der kostet auch, also. Dann aber mehr. Ich habe mich noch nicht überwunden, da zu kaufen, weil der ist mir irgendwie zu teuer. Ja. Ich sag so, wie es ist, ja. Mindset hat nicht so viel gekostet. Aber der Schlagbohrer ist richtig nice. Den hat mein Schwiegervater, aber der hat den mit Kabel. Aber ich will den mit Akku haben. Schlagbohrer aber muss halt auch richtig Leistung bringen, Junge. Schlagbohrer muss ja auch durch krasse Materialien durchballern. Und der von Bosch, der geht richtig. Der Bohrhammer, der ist richtig nice. Okay, wir haben drei Antworten. Ja, Gesundheit, Euro am Arsch, by the way. Alter. Jonathan Danke. Tippt 89,90 Euro. Oder einen mehr als Sepp. Nee, ja, 89,90. Damit bist du auch unter Sebastian, denn er tippt 95,12 Euro. Scheiße. Das ist jetzt 200 Euro am Arsch, Junge, weißt du? Und nee, das ist auch der Blau und dann ist ein Schlagbohrer. Das ist ja nur ein Akkuschrauber. Bram tippt 129,99 Euro. Oh, bitte sei, bitte sein Sonderangebot. Bitte sein Sonderangebot. Zwei Akkus sind schon Gönnung. Ist 109 Euro. Yes. Und damit Scheiße. Ein weiterer Punkt für Sebastian Lenzen. Ah, krass, warte mal, ich hatte 112 am Anfang, ne? Alter, war ich. Oh Mann, Alter, jetzt kannst du nur noch Letzter werden, so eine Rotze. Zwei gibt's noch, du kannst noch mit Bram Erster werden. Nee, Moment, jetzt. Jetzt kommt ein 9. Stimmt. Jonathan. Stimmt, ich dachte, das war das 9. Nee, das es kommen noch 2. Und das nächste ist das hier. 2 plus 2 plus 4 ist auch. Noch 8. Alter, alle so Sachen, die ich hier so gebrauchen könnte. Alter, mega. Das ist ein echter Apelt. Voll geil. Petit, Breeze, großer Hundebuggy. Hundewagen. Oh. Wandelbar Fahrradanhänger für Hunde mit Luftreifen schwarz. Hast du uns was zu erzählen, Sebastian? Habt ihr euch jetzt auch einen Hund angeschafft? Hey, ich hätte da jetzt ein Baby oder ein Kind halt reingestopft. Ja. Aber auch aber so ein aufmachen ist ja einfach wie ein mit Schmackes drin, ja, weißt du? Das ist ja nicht viel Unterschied. 10,8 Kilogramm wiegt dieser Hundebuggy. Ist, Alter, ist 94 mal 63 mal 100 Zentimeter groß. Und empfohlenes maximales Körpergewicht von 60 Pfund. Natürlich ist das in Pfund angegeben. Wiegt man Hunde in Pfund, ja? Ja. Ja, ja, ist das doch ist wie bei Fleisch, wenn du so eine Scheibe abschneidest. Ja. Ich frag Pfund. Mich tatsächlich, in welchem Leben man einen Buggy für einen fucking Hund braucht. Ey, Junge, ne, lauf mal durch Berlin, da siehst du alles. Ja, ey, Peter, habe ich tatsächlich verstanden, das ist fürs Fahrrad? Warte mal. Nee. Doch, wandelbar Fahrradanhänger. Also kannst du, glaube ich, beides dann kann mitmachen. Man's, okay, dann ist okay. Also kannst du kannst den bauen. Schieben damit, aber kannst du auch an deine Fits hängen. Aber ja, ganz ehrlich, Jay, ich, egal was das kostet, ja, ich sag dir, in Berlin gibt es Hunde, die haben Frisuren, die sind teurer. Ja, ey. Davon gehe ich auch aus. Weil Berlin alles gibt. Ist halt Berlin. Einer trägt jetzt auch Bart und hat so blonde Haare, glaube ich. Ja, der hatte aber schon vorher. Achso, von den Hunden, fuck you. Leicht zu reinigen, ja gut. Benötigt Batterien? Nein. Braucht keine Batterien, ach so, Leute. Achso, keine Batterien. Ja, kein Licht. Ich dachte, da ist ein 1,4 AH-Akku von Bosch mit dabei. Okay, ihr seid aber auch schnell gewesen mit euren Antworten. Sehr schön. Ja, achso, wollen wir einfach noch einen teuer. Teuer. Jonathan sagt 150 Euro. Okay, ein bisschen mehr. Sebastian sagt 186,12 Euro. Okay, schade. Ein bisschen mehr. Und Brammen sagt 420,69 Euro. Wow. Brammen ist nicht hier so, Berlin. Hier so Kinderwagen sind halt auch so teuer. Ein echter Apel ist niemals so teuer. Aber den Kinderwagen kannst du nicht ans Fahrrad dran machen, also habe ich ein bisschen verdoppelt. Spaß ja ein Gerät. Das ist belastend. Aber Bram, okay, das der könnte Preis auch von Apelt sein, was richtig krass ist. Das ist ein echter Apelt, der ist billig. Preis ist wie folgt. 279,95 Euro. Ihr seid 20, also 140. Alle relativ weit weg. Aber ich glaube, Sepp ist am nächsten dran. 90 Euro quasi weg. Bram. Genau, du bist 90 Euro weg und Bram ist über 100 Euro weg. Oh, nice! Deswegen geht der Punkt an Sebastian. Ja, Jonathan, da hast du jemanden an dir vorbeifahren lassen. Ja, mit deinem geilen Hundewagen. Ja, weil halt immer das nur Wortspiel. So Akkuschrauber, Lego nachmache. Was hättest du denn gerne, was da für Produkte kommen? Analdildo. Ja. Bei SDE manchmal für 0 Euro. Ja, aber nicht die ich haben möchte. Ich möchte die teuren. Und zu guter Letzt kommen wir zum. Da, das war's für Jonathan. Lind Goldhasen. Boah, zum Glück nicht von Ferrero. Huh.
der sehr groß ist. Ein Kilogramm voll Milch. Aber die Menschen sind doch sehr klein. In einer durchsichtigen Box Schokoladengeschenk. Einer Pack. Einmal ein Kilo. Boah, ein Kilo ein Schokolade. Kilo Lindschokolade. Ja, weißt du, kommt Schokolade dran, Sepp. Weißt du, ne, so Sepp-Dingens. Ja, dann Kinderwagen, also Hunde. Ich würde frech den er halt auch kaufen. Akkuschrauber, wo der halt gerade ein neues Haus gebaut hat. Ich finde, das ist alles Rick gerade. Ich finde, vielleicht solltest du dein Leben mal überdenken, Jonathan. Aber. Ja, die ganze finde, Schmutz oder was? Also der Lindhase, der wird wahrscheinlich auf eine Anlage gelaufen sein, die wir produziert haben. Auf eine Rotationsanlage. Da macht man nämlich Hohlkörperfiguren drin. Okay, aber die Frage ist ja, wenn so ein. Der wiegt jetzt ein Kilo, ja? Ja. Peter? Ja, ist richtig. Ist richtig. Ja, ich wollte nur nochmal confirmed haben von dir, deswegen habe ich gefragt. Achso, ja, okay. Ist die Glocke auch mit dabei, Peter? Also 1,99 kostet normaler 100 Gramm Lindhase. Also ist das jetzt so simpel? Kann man das jetzt einfach hochrechnen? Nee, der Lindhase, der kostet 3 Euro. Der Mutter kostet 3 Euro vielleicht. Klar! Der in. Naja, nicht Lebensgröße, aber also. Okay, du willst mir jetzt erzählen, dass so ein normaler 100 Gramm Lindhase 3 Euro kostet. Dementsprechend ist das Ding dann 30 Euro teuer. Ja, natürlich. Okay. Ich habe hier eine neue Fun Fact. Jeder von den Lindhasen bekommt eine goldene Hülle umlegt. Die Goldfolie wird anschließend von den Maître Chocolatiers von Hand poliert, damit kein Fältchen bleibt. Erst wenn die Hülle wie eine zweite Haut sitzt, wird das Erkennungszeichen umgehängt. Natürlich wieder von Hand. Das Glöckchen am roten Band. Okay, und aus wie viel Karat ist die Folie? Null. Das ist Alu. Billo. Ja. Noch Fragen? Fertig. So ein Schokolatier oder wie das Ding was heißt, ist denn jetzt denn los? Ein echter zu werden, ist glaube ich auch nicht so schwierig, wenn du dann polieren musst da den Hasen, oder? Polier den Hasen. Nee, das hat doch nichts mit Schokolatier zu tun. Kannst du auch mal die Eier polieren, wenn du Bock hast. Ich glaube, du bist da nicht qualifiziert genug für. Oh, polier den Hasen. Der goldene Bunny, Alter. Oh, ist geil. Okay. Sebastian tippt 33,40 Euro. Okay, scheiße, ich bin letzter. Bram tippt 31,01 Euro. Ja, ich wollte 30 genau tippen, weil Sepp das gesagt hat. Ja, ich hatte 32 und dachte mir so, vielleicht macht Bram 32. Nee, das ist so eine Special Limited Edition, die das Dreifache kostet. Ja, Jay tippt nämlich 98,65 Euro für ein Kilo Schokolade. Wow. Okay. Ja, von Lind. Ja, der Preis ist 37,99 Euro und damit Punkt. Aber das Geile ist, du hast ja selber knapp gemacht, wenn du mir nicht gesagt hast, das 30 Euro. Ich fand die ganze Zeit so, ja, vielleicht nee, 17 Euro. Ich konnte mein Knowledge jetzt hier nicht weglassen. Nee, also ich war wirklich so bei 17 Euro, vielleicht 15 Euro. Und dann sagst du, das kostet 3 Euro pro 100 Gramm. Ich bin so, alles klar. Warte mal, Lindhase, 100 Gramm, warte, der kostet 2,60 Euro. Nee, warte. Ja gut, macht ja nichts. Auf jeden Fall haben wir mit jetzt einen Endpunktestand von Jonathan 2 Punkten und Sebastian der und Der kostet 32,99 auf Amazon. Vollabzug. Ja, ist gerade runtergesetzt. Das stimmt, von 39,99. Weil den keiner wollte. Weil wenn den jemand gehabt haben wollte, dann wäre der nicht runtergesetzt. Vor allen Dingen so kurz vor Ostern. Deshalb ist er ja runtergesetzt, damit sie doch das Lager leer kriegen. Weil nach Ostern versucht den mal nach Ostern zu verkaufen. Okay, damit haben wir ersten Platz. Bram und Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Nein, Gratulation, Sepp. Ja, habt ihr verdient. Ja, das war wieder eine schöne Folge, muss ich sagen. Hat sehr viel Laune gemacht. Euro, Alter. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.